Stammaktien oder Vorzugsaktien? Was ist da der Unterschied? Und was gibt es noch für weitere unterschiedliche Aktienarten? Die Unterschiede und Eigenschaften dieser verschiedenen Arten werden wir in diesem Video aufzeigen. Wenn du gerade dabei bist, kannst du uns ja einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Heute werden wir uns mit den verschiedenen Aktienarten auseinandersetzen. Wir werden uns die Eigenschaften der verschiedenen Arten ansehen und aufzeigen, welche Vermögensrechte oder Mitgliedschaftsrechte es für jede Aktienart gibt. Kommen wir nun zu den verschiedenen Aktienarten. Wir werden folgende Aktien behandeln. Die Inhaberaktie, die Namensaktie, die vinkulierte Namensaktie, die dazugehörige Dispo-Aktie, die Stimmrechtsaktie, die Vorzugaktie, Stammaktie und zuletzt noch die Nennwert- oder Stückaktie. Beginnen wir mit den Inhaberaktien. Aktuell haben sich National- und Ständerat geeinigt. Inhaberaktien werden abgeschafft, aufgrund von möglichen Steuerhinterziehungen. Bei Inhaberpapieren ist der Name des Aktionärs auf der Urkunde nicht ersichtlich. Die Inhaberaktie kann durch bloße Übergabe rechtsmäßig auf eine andere Person übertragen werden. Die Aktiengesellschaft anerkennt somit die Mitgliedschafts- und Vermögensrechte. Inhaberaktien dürfen erst ausgegeben werden, wenn sie voll liberiert, also voll einbezahlt sind. Künftig sind Inhaberaktien nur noch dann zulässig, wenn die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat oder wenn die Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet sind. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Uhrenkonzern Swatch, dessen Kapital sowohl in Inhaber- als auch Namensaktien gegliedert ist. Bucheffekte zur Repetition sind Wertpapiere und Globalurkunden, die bei einer anerkannten Verwahrungsstelle hinterlegt sind, zum Beispiel bei einer Bank, oder Wertrechte, die bei einer anerkannten Verwahrungsstelle registriert sind. Die Namensaktie. Die Aktiengesellschaft, welche diese Aktien ausgibt, führt ein Aktienregister oder ein Aktienbuch. Wenn man Namensaktien erwirbt, wird man als Aktionär in dieses Register eingetragen. Somit hat die AG eine Kontrolle über die Aktionärsstruktur. Die Eintragung ist freiwillig. Wenn man es nicht tut, hat man keine Mitgliedsberechtigung, aber man hat die Vermögensrechte. Diese Aktien dienen auch zur Verhinderung von Geldwäscherei. Diese Aktien können nur per Indossament, also schriftliche Übertragungsurkunde, auf einen anderen Anleger übertragen werden. Die GEE ist die generelle Eintragungsermächtigung, welche bei der Eröffnung des Wertschriftenkontos von den meisten Banken verlangt wird. Somit wird die Eintragung automatisch von der Bank vollzogen. Die vinkulierte Namensaktie. Die Vinkulierung bedeutet einfach gesagt, dass das Unternehmen in den Statuten festlegt, dass ein Aktionär gewisse Rahmenbedingungen erfüllen muss, um die Aktien erwerben zu können. Die Vinkulierung bei börsenkotierten Unternehmen entspricht der sogenannten Prozentbegrenzung pro Aktionär. Ziel ist es, sich zum Beispiel vor Übernahmen zu schützen. Die dazugehörigen Dispo-Aktien. Nicht im Aktienbuch eingetragene vinkulierte Namensaktien werden in der schweizerischen Bankpraxis als Dispo-Aktien, also zur Disposition stehende Aktien bezeichnet und können nur bei dieser Art entstehen. Nicht eingetragene Aktieneigentümer gelten als Dispo-Aktionäre. Aus der Sicht der Gesellschaft gilt nämlich gemäß Artikel 686 Absatz 4 nur als Aktionär, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Somit hat man nur dann Vermögens- und Mitgliedschaftsrechte. Dennoch gehen gemäß Artikel 685 folgend Absatz 1 und 2 die Vermögensrechte, insbesondere die Dividendenberechtigung, auf den Erwerber über, sofern die Aktien börsenmäßig gekauft sind. Der Erwerber wird im Verhältnis zur AG nicht als Aktionär gesehen, sondern als Gläubiger der AG. So werden etwa Dividendenzahlungen an den Aktionär erbracht. Dispo-Aktionäre sind an der Generalversammlung notwendigerweise nicht vertreten. Hohe Dispo-Bestände wirken sich deshalb negativ auf die Präsenzzahlen an einer Generalversammlung aus. Die Stimmrechtsaktien. Unternehmen können Aktien ausgeben, welche einen geringeren Nennwert haben als die übrigen. Der Nennwert der übrigen Aktien darf den Nennwert der Stimmrechtsaktien nicht um das Zehnfache übersteigen. Das heißt, diese Regelung macht es möglich, dass man mit gleichem Kapitaleinsatz 10-mal mehr Stimmen hat als die übrigen Aktionäre. Diese existieren meistens in Familienunternehmen, welche sich fremden Eigenkapitalgeber öffnen wollen. Sie verlieren aber an Bedeutung. In der Schweiz sind Stimmrechtsaktien, die mit einem mehrfachen Stimmrecht ausgestattet sind, verboten. Die Vorzugsaktien oder auch Prioritätsaktien genannt. Diese genießen im Vergleich zu Stammaktien vermögensrechtliche Vorteile.
Diese Vorteile werden in den Statuten geregelt, in Form von einer Mindestdividende, größeres Bezugsrecht, Vorzugsdividende oder sie erhalten beim Auflösen der Gesellschaft mehr als die normalen Aktionäre. Volkswagen ist zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, welches wie Google Stamm- und Vorzugsaktien anbietet. In vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA, besitzen sie dafür kein Stimmrecht. In der Schweiz sind Vorzugsaktien eher selten. Wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr gar nicht oder nicht vollständig gezahlt, so haben Vorzugsaktionäre das Stimmrecht, bis die Rückstände nachgezahlt sind. Stammaktien. Stammaktien sind die in Europa häufigste Form von Aktien. Sie heißen normale Aktien, die weder ein erhöhtes Stimmrecht noch vermögensrechtliche Vorteile bieten. Noch zuletzt die Nennwertaktien oder Stückaktien. Eine Aktie hat einen Nennwert. Diese gibt an, mit welchem Anteil eine Aktie am Grundkapital einer AG beteiligt ist. In der Schweiz ist der Mindestnennwert einer Aktie 1 Rappen. Das heißt, bei einem Aktienkapital von 100.000 Franken können maximal 10 Millionen Aktien ausgegeben werden, um dem Mindestnennwert gerecht zu werden. Des Weiteren gibt es in der Schweiz nur Nennwertaktien und über die Einführung der Stückaktien wird diskutiert. Mit dem Gesetz über die Zulassung von Stückaktien wurde 1998 nennwertlose Aktien in das deutsche Aktienrecht eingeführt. Bei diesen wird das Aktienkapital durch eine bestimmte Anzahl von Aktien dargestellt und nicht durch einen bestimmten Nennbetrag. Durch die Einführung des Euro werden die nennwertlosen Aktien in Zukunft eine höhere Bedeutung gewinnen. Ziel war die Erleichterung der Umstellung auf den Euro. Für den Privatanleger ist die Unterscheidung zwischen Nennwert und Stückaktien nicht bedeutsam. Beides sind alternative Möglichkeiten, das Beteiligungsverhältnis am Grundkapital der Gesellschaft auszudrücken. Wir hoffen, wir konnten euch eine Übersicht über die verschiedenen Aktienarten geben. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Lasst da ein Like da und abonniert uns, dann sehen wir uns im nächsten Video. Das letzte Wort hat André Costolani.